Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ursprünglich sollte der Antrag interfraktionell ablaufen und ich hatte das auch so verstanden, dass das unser aller Ziel ist, hier eine hohe Wahlbeteiligung hinzubekommen. Die Debatte irritiert mich ein Stück weit und ich würde gerne zwei, drei Punkte rausnehmen. A, einfache Sprache. Also Herr Innenminister, ich denke, wenn Baden-Württemberg das sogar umgesetzt hat und in anderen Ländern das diskutiert wird, dass es da Standardwerke gibt, wie einfache Sprache sich definiert. Vielleicht fragen Sie sonst auch mal beim Bildungsminister nach. Der kann Ihnen das möglicherweise auch noch erklären. Und ich denke, gerade Politik hat gezeigt, wenn ich etwas will, dann funktioniert das auch. Wo nämlich ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Aber, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Hinweise ernst zu nehmen. Und Herr Renz war bei der Veranstaltung und Herr Koplin auch, wo die BAG Selbsthilfe gerade diesen Punkt nochmal angesprochen hat, dass eben nicht genug Barrierefreiheit da ist. Barrieren fangen häufig im Kopf an. Und es ist so, dass doch etliche Menschen eben die Wahllokale nicht aufsuchen können. Aber ich habe den Antrag weitergehend verstanden. Es geht ja darum, eine Aufklärung zu betreiben. Und erinnern Sie sich, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hat auch die Landesregierung festgestellt, wir brauchen gar kein Wahlomat. Alle anderen Bundesländer machen das, wir in unserem Land brauchen das nicht. Und es ist persönlich nicht mein Verständnis und ich denke auch nicht das Verständnis von Bündnis 90 Die Grünen, wie hier Aufklärung passiert. Hier sind ganz konkrete Vorschläge gemacht worden und ich denke, hier gibt es großen Nachholbedarf und das, so ist dieser Antrag zu verstehen. Ein zweites, Herr Renz hat ja vorhin schon fast Schnappatmung gehabt bei der Einbringung und es ist ja nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Aber, und ich bitte da noch mal drum, den Antrag richtig zu lesen und vielleicht man, nö, das wussten wir schon, aber wir diskutieren jetzt über den Antrag, mein Lieber. Ich bin jetzt hier als Abgeordnete, rede zu diesem Antrag und würde gerne auf Römisch 2.1 und 2 zu sprechen kommen. Also, ich komme jetzt noch mal darauf hin, zurückzusprechen. Es steht ganz konkret darauf hinzuwirken, dass landesweit den Wählerinnen und Wählern barrierefreie, zumindest, ich glaube, es kommt auf einzelne Wörter an, zumindest jedoch barrierearme Wahllokale zur Verfügung stehen. Und natürlich wurde gesagt, dass 65% barrierefrei sind. Aber es geht darum, das besser zu machen. Auch bei dem zweiten Punkt, und ich denke, das muss man noch mal auf einzelne Wörter achten, da steht, ja, es gibt diese 20 Fragen und Antworten mit 50.000 Exemplaren, wirklich viel bei unserer Bevölkerung. Und dann steht das Wörtchen zusätzlich, Herr Reinhardt, zusätzlich steht da. Und das heißt nicht, dass die Broschüren, die verteilt wurden, vernichtet werden, sondern dass es diese, so wie dieses Wort ist, hart, zusätzlich in einfacher Sprache aufzulegen sind. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ein drittes, Sie sagen, es ist zu spät. Ich erinnere mich, dass der Antrag schon viel länger diskutiert wurde. Ich erinnere mich auch, dass die BAG Selbsthilfe schon vor längerer Zeit darüber debattiert hat. Und ich finde es einfach ignorant, sich dann hier hinzustellen und zu sagen, nee, das ist jetzt dann aber zu spät. Zum Beispiel ein Wahlomat hätte man schon wesentlich früher umsetzen können. Wo nämlich ein Wille ist, wäre das auch umgesetzt worden. Meine Fraktion wird sich für diesen Antrag aussprechen. Und einen letzten Punkt noch, nee, der dritte, den muss ich auch noch mal sagen. Und zwar steht da Internet barrierefrei. Und Frau Kaselitz hat gesagt, man kann sich so Filmchen hochladen und so etwas. Wir wissen alle, wie die Situation des Breitbandausbaus hier in dem Lande ist. Und da muss man natürlich schon noch mal fragen, wie sind dann einfache Zugänge zu realisieren? Oder nehme ich mir dann solche Dinge, wie eben, ich kann mir ein Filmchen angucken und dann werde ich gut informiert. Ich denke, dieser Antrag hat eine andere Ausrichtung und vielleicht liest CDU und SPD dann doch nochmal den Antrag konkret und auch einzelne Worte. Und vielleicht hat auch die SPD, denn die Argumentation war ja nicht ganz so schlüssig, sondern es gibt halt den Koalitions... Absprachen und von daher mussten Sie wahrscheinlich da drauf gehen. Oh.
Herr Renz, Sie reden nach mir, dann haben Sie ja noch die Möglichkeit, das richtig zu stellen. Und vielleicht kriegen wir auch mal eine Debatte hin, wo wir dann am Ende das vielleicht anders ausgeht als das, was wir am Anfang denken. Also ich denke, wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung. Vielleicht kann die Landesregierung sich doch noch durchringen, ein Wahl-O-Mat auf den Weg zu bringen und wenigstens mal den Versuch zu starten, hier Broschüren in einfacher Sprache auf den Weg zu bringen. Und Frau Kaselitz, geredet wurde über Jahre. Ich denke, es ist die Zeit zum Handeln. Und wann wende ich jetzt? Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der